Das Alpha-Tier trägt das jetzt weg. Ja. Empfinden Sie da noch Angst? Nicht, nee, oder? Nee, nee. Das sind meine Kumpanen, brauche ich da keine Angst haben. Ja. Ich lebe schon mit denen. Sie sind einer von ihnen? Ja, ich bin einer von ihnen, genau. So viel ich lebe, die zwei leben, ja. Einer als Mensch, einer als Wolf. Welches haben Sie lieber? Das Wolfsleben. Ich sonst sage ich immer, behalte ich für mich. Ja. Aber es sind schon direkt Fragen, das Wolfsleben. After a century and a half in exile, wolves have returned to Germany, finding their way back from Eastern Europe. The Germans, however, are not used to these fabulous creatures prowling through the forests. Many fear the predator and his killer instincts. Werner Freund is an adventurer and a former Marine in the German army. He has been living with wolves for over 40 years and is the leader of his own wolf pack. A couple of years ago, he suffered a severe stroke, but the wolves continued to treat him as one of them. Ich komme vom Dorf und habe das menschliche Leben so im Dorf noch früher kennengelernt. Aber so heutzutage alles so läuft in der ganzen Welt und das ist nicht meine Welt. Deshalb habe ich auch 17 Expeditionen geleitet. Ich habe in Indianerstämmen gelebt. In Südamerika, in Afrika bei Stämmen, Neuguinea. Und Ziel und Zweck war der Expedition, das Leben dieser Stämme kennenzulernen. Und diese Stämme sind ähnlich wie die Wölfe. Ja. Weiß mal. Ja, ja. Ja, Sie können den Zucker gehen. Da. Nicht so lecker. Muss man würzen. Ja. So, was war das jetzt für ein Penis, den ich im Mund hatte? Vom Bullen. Vom Bullen, genau. Okay. Nehmen wir einen offenen Penis. Bullenpimmel. Ja, Bullenpimmel, ja. Bullenpimmel. Ja. Das Hauptproblem ist bei jedem Rudel, dass ich, bevor ich da reingehe, muss ich mich duschen und umziehen. Ja. Das muss riechen. Das muss viel Arbeit. So habe ich auch mit Bären früher zusammengelebt. Ich war Einzelkämpfer bei der Bundeswehr und habe solche Lager geleistet. Da habe ich im Felderwald Sandsteinhöhlen geschlafen. Ja, da hatte ich die Bär dabei. Der hat bei mir die Höhle gepennt. Werden Wölfe gefährlich für den Menschen? Nee, nee, die gehen im Menschen aus weg. Die gehen im Menschen aus weg. Sie fressen nicht seine Schafe und kleine Kälber, ja. Aber das kann nur im Extremfall sein. Wenn der Wolf in eine Koppel reinkommt, ja, dann entsteht ein Tötungsmechanismus. Und da beißen die schon zu. So muss man ehrlich sagen. Ja. Aber im Großen und Ganzen ist das ein Seltenheitsfall. Wenn man von einem Wolf doch mal angegriffen wird, wie der greift die an. Der greift die an. Das kann nur sein, wenn er in eine Ecke treibt. Ja. Dass er sich dann ja, wehrt. Ja. Aber wie verhält man sich dann als Mensch? Dann wehrt sich, wenn sie ihn angreifen. Auch in die Nase. Oder einfangen wollen. Wissen Sie, in der Nase beißen, das kannst du nur, wenn du die genau kennst. Ja. Das kannst du nur einem Kumpel gegenüber machen. Ja. Kommst, sonst kommst du anders dran. Aber größer machen oder. Nee, nee, ja. Quatsch. Quatsch. Ja, der will ja nichts von ihm, der Wolf. Nur wenn sie im engen Gehege sind, sie wollen ihn einfangen.
Ja. Wo glauben Sie denn, kommt die Angst vor dem Wolf her? Kommt durch die Märchen her, weil der Wolf die Großmutter gefressen hat, so weiter und so fort. Das wurde den Kindern so immer erzählt. Ja. Die Zeiten haben sich doch geändert. Wir sind heute froh, dass wir noch ein bisschen Natur haben. Kämpfen da um jeden Quadratmeter. Und wenn wir das hierher kommen und lassen die Wölfe nicht leben, dann haben wir auch kein Recht, uns zu aufregen, dass in Afrika die Elefanten mit dem Elfenbein abgeschossen werden. Not everyone shares Werner's love for the wolves. During the last 12 months, wolves have attacked and killed grazing animals in their fields, sometimes whole flocks. In a countryside pub outside Berlin, farmers and villagers gather to exchange their fears and join together in a fight against the wolf. Mein Name ist Helmut Henner, bin Rentner und Jäger und kann es auf keinen Fall verstehen, dass sich so eine bösartige Tierart unbegrenzt vermehren sollte. Wenn das so gehandhabt werden sollte, wie es im Moment propagiert wird, dann müssen ja Leute da sein, die diese Tiere auch pflegen und füttern. Das Wild haben sie in kürzester Zeit verzehrt. Und dann eine Schweinerei, die bodenlos ist. Meine Meinung dazu. Natürlich, dass auch draußen an die Haustiere oder Weidetiere rangehen, das ist ja klar, dass das Staat dann die Tiere bezahlt, die die Wölfe dann töten. Ja. Sie sehen doch, die Jäger kommen nicht klar mit den Wildschweinen. Die Wildschweine, die laufen schon in Berlin rum. Wenn Wölfe da wären, die würden sie draußen wegschnappen. Es wird nicht so viele geben. Hier ist Homer Dreh. Habt ihr noch? Kann ich das auch holen? Ja, holt her. Du kannst ziehen in den Haken drin. Ganz schön schwer. Ich bin das oberste Wolfstier. Also ich stehe dann über allen Wölfen. Und da habe ich mich durchgesetzt an der Beute. Ich war mit Wölfen auf die Jagd. Auf dem Übungsplatz mit zwei Wölfen. Und dann nach dem System. Ich habe mich durchgesetzt an der Beute, erst bei denen. Und dann lief ich, habe die frei laufen lassen. Und einmal haben sie auch einen Weg gerissen. Und dann haben sie ein Schaf mal gerissen auch. Das war krank. Das hat Schäfer stehen gelassen auf dem Übungsplatz. Und ich war nachts mit den Wölfen, das haben die Wölfe dann erledigt. Ja. Als Junge war ich 12 Jahre, war ich mit dem Jagdhund unterwegs. Und da hat der Jagdhund einen Reh gerissen. Und der Hund war sonst ein ganz lieber Hund. Und auf einmal wollte er mich angreifen. Da habe ich den Knüppel gerade am Kopf geschlagen. Ich weiß nicht, war es Angst oder Instinkt. Jedenfalls, ich habe es getan. Und er wurde untertänig, ja. Und dann habe ich das Reh aufgebrochen, habe ihm die Innereien gegeben. Da habe ich mir am Futter durchgesetzt, habe ich auch reingebissen und nach dem Motto, ich bring die Beute und ich fresse halt das. Der Wolf, der lebt für den Moment. Mhm. Ja, wenn ein Wolf am Sterben ist, dann gehen die anderen noch hin und riechen und dann ist das erledigt. Der hat da keine, wie wir Menschen, dass er da noch denkt, der Wolf lebt für den Moment. Der Wolf liebt für den Moment. Ja. Okay. War ein schöner Moment. Okay, viele schöne Momente hatten wir.
Ich mag die Wölfe. Hier auf die Blutspur.